Der kann weg, der kann weg, der kann weg. Du müsstest... Oh, wir haben dann Versorgungsproblem. Gib mir das da. Ja, Kisten alle ersetzen durch... Gib mir Bildschirmkisten. Das wird noch eine Weile dauern. Hier, für Blocks. Gut. Und ich baue die jetzt hier rechts weiter. Und nicht links weiter, weil je weiter links wir sie bauen, desto näher kommt es an die Basen ran. Und das ist irgendwie nicht so schön. So, hier wird Sand hergestellt, in Anführungszeichen. Das ist ja schön und gut. Aber ich brauche auch Stein. Das heißt, du machst bitte als Nebenprodukt Stein. Schmeiß den Stein hier rein. Nein, das war jetzt nicht so gut. Hier sollte theoretisch auch noch ein Liquid-Händler hin, aber den haben wir abgebrochen. Da. 2, 3, 2, 2. Rohr. Die brauchen jetzt alle... Kiste, Kiste. Kiste, Kiste. Die brauchen jetzt alle auch Fuel Blocks. Muss ich also gleich wiederholen. Ist okay. Ja, dann Secondary, richtig. Achso, rausgehen, dann setzen, ne? Da war was. So, so. Stromversorgung angleichen. So, 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 so. Müsste das dann aussehen? Ja, ist auf der richtigen Höhe, auch wenn es anders aussieht. Okay, der da kann weg. Ich hätte auch allgemein ganz gerne jetzt mehr Substations wieder. Wir sollten eigentlich langsam ein bisschen Stahl dafür haben. Eigentlich. So, Stahl in Arbeit, Stahl da in Arbeit. Du schwächelst schon wieder. Batterien. Oh, hier. Ups. Bitteschön, bitteschön. Ich habe da ein paar abgeholt für euch. Genau, fordert die schon mal an. Sie sind noch nicht im System regelmäßig. Sollte dich aber nicht davon abhalten, sie anzufordern. Achso, Munition. Sollte dich aber nicht davon abhalten, sie anzufordern. So, 40 Stück. Weil die sind bald im System. Spätestens, wenn wir den nächsten Overport haben. Stahl, Stahl, Stahl. Substation bauen, bitte. Setz die Substation, bitte. Weg. Weg. Dahin. Das ist eine schön gerade Linie, also sollte es soweit auch okay sein. Und das da weg. Das dahin. Okay, du kannst weg, du kannst weg. 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 Jo, sehr gut. Da bräuchten wir noch einen Ersatz, da oben bräuchten wir noch einen Ersatz. Wir bräuchten ganz viel Ersatz, aber das ist nicht so schlimm. Du kriegst noch Smog-Module. Die machen nicht langsamer, ne? Nö, machen sie nicht, okay. Und helf bitte dem Zeug da. Mit Trankherstellung. Der Fabrik da. So, was wollte ich noch machen? Ich wollte die Basis zerstören, ich wollte die Würmer zerstören, ich wollte die Mauer weiter runterziehen. Ja, Mauer runterziehen ist so eine Sache. Stein ist gerade ein bisschen problematisch. Das wird sich erst ändern, sobald das hier soweit ist. Wobei, ich könnte da hinten das Ganze auch nochmal machen. Problem ist dann nur, dass die Kiste irgendwann voll ist, weil sie noch nicht abtransportiert wird. Aber das sehen wir dann. Du kriegst hier ein Ärmchen, da ein Ärmchen. Dann machst du bitte nicht mehr das, sondern du machst bitte Steine. Shift rechts, Shift links. Steine kommen, Steine gehen. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kiste ist zu teuer. Aber wir können Roboter bauen. Bau, 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 bau. Trink's noch gleich fertig. Jut, 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 jut. Das dauert viel zu lang, das dauert viel zu lang. Was brauche ich für noch mehr davon? Stahl. Immer, immer Stahl. Was noch? Eisen. Gib mir Eisen, Eisen. So 18 Tränke könnte ich jetzt noch bauen. Schmeiß die fertigen Tränke bitte da rein, dann werden sie auch gleich abgeliefert.
Die Fuelblocks müsste ich noch holen. Die Roboter sollte ich instant freilassen. Genau. Ihr seid am Brützeln. Schön, schön. Baudi, ha? Ja, Baudi. Oh, warte mal. Hol dir vorher mal einen halben Stack grüne Ärmchen. Das erleichtert das Ganze so ein wenig. Und rote Chips hast du, Stahl hast du, Batterien hast du. Go. Viel besser, okay. Dann hätte ich gerne die da. So, die Hälfte davon. Na, alle davon. Die kommen jetzt unten wieder zu den Batterien. Wenn wir unten bei den Batterien sind, holen wir auch die Batterien, die fertig sind, ab. Und wir holen Fuelblocks ab. Und überprüfen, ob hier alles soweit in Ordnung ist oder ob wieder irgendwelche Tanks überquellen. So, die hätte ich auch ganz gerne. Es mangelt an Rohren. Oh Gott. Lubricant ist voll, Leichtöl ist leer, Petroleumgas ist fast voll. Weil hier wieder irgendwas fehlt, hm? Ja. Das fehlt. Go, arbeiten. Nicht alle, ich glaube, wir brauchen auch selber welche für irgendwas. Nur was fehlt dir? Grüne Chips. Okay, stell grüne Chips her. Stell blaue Chips her. So. Damit wir die auch regelmäßig bekommen. Schwefelsäure. Wieder auch kein Eisen. Deswegen hat sich es hier gestaut mit dem Petroleumgas. Ja, schön schnell abbauen. Das war dasselbe Problem, wie wir vorhin hatten. Also vor ein paar Folgen. Nicht gut, nicht gut. Komm mit, komm mit, komm mit. Du bist für die neue Reihe Steam Engines. Her mit euch. Seid ihr? Da. Zack. Ein paar neue Roboter bitte. Gut, gut. Also, Steam Engine Reihe, die Boiler auffüllen. Das Holz mal oben kurz in die Kiste schmeißen, damit ich damit nicht mehr rumlaufe. Die hellblauen Tränke in die hellblaue Tränkekiste schmeißen. So. Damit das auch möglichst schnell geht und gut verteilt wird, da. Was? Achso, du bist beschränkt. Ja, ist okay. Tu mal denn da noch den einen rein und da den rein und da den rein und die brauchen wir auch nicht mehr und so Zeug. Ist okay. Stahl, Stahl, Stahl. Wie schaut Strom aus? Nee. Wir haben noch keinen einzigen Laserturm aufgebaut und das ist jetzt schon so hakelig. Das ist nicht gut. Achso, falsche Reihe. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Haben wir noch genug? Jo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Haben wir noch genug? Immer noch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rest unten rein. Weil unten immer brennt. Die oberen sind manchmal ja aus, weil sie nicht ausgelastet sind, aber ne? Ist okay so. Ja, sauberes Wasser. Alles am Arbeiten. Alles weht nach Osten, wo keine Basen mehr sind, so richtig nah dran. Perfekt. Genau, hier bei den Ärmchen. Eigentlich wird jetzt der Boiler von zwei Seiten beladen. Das ist doppelt gemoppelt. Es ist aber ein redundantes System dadurch. Das heißt, wenn die Kiste irgendwann mal leer sein sollte, aber die noch was hat, wird der Boiler trotzdem noch befüllt. Was praktisch ist. Also ich könnte das wegmachen, aber ich lass es so. Das ist mir irgendwie sicherer. Das heißt, wir machen dann hier auch wieder Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste. Da, 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 da. Da, da, da. Da. Da haben wir einen Leerlauf, das ist nicht gut. Aber genau das meinte ich. Die Kiste ist leer, das heißt, der und der Boiler würden nicht befüllt werden. Aber da die noch voll sind, werden die Boiler weiterhin befüllt. Nur die Kiste leert sich halt schneller, weil sie... Sie leert sich... Ja doch, sie leert sich schneller, weil der Boiler ja nicht nur von der Kiste versorgt wird, sondern auch von der. Also wird nicht so häufig was da rausgenommen. Hier wird jetzt allerdings durchgehend was da rausgenommen. Ja. So, da, da, da. Ich brauche Tonnen von Stahl und ich brauche viel mehr Fuelblocks.
Das war auch auf der Liste, oder? Also einmal Stahl automatisieren, die Mauer weiterziehen, die Basis zerstören, die Würmer vernichten. Und ich glaube auch dafür sorgen, dass wir mehr Fuel-Blocks haben. Oh, Roboter freilassen. Oh, Military 4 ist gleich fertig. Das heißt, als nächstes gehen wir erstmal los, noch toller, schneller, besser Basen zerstören. Das wird lustig, okay. Das heißt, schmeißt die da rein. Verteilt die. Und dann gucke ich mal ganz kurz hier auf die Forschung. Piercing Shotgun Shells sind gleich baubar. Und die Highly Advanced, aber die werde ich überspringen, die mache ich nicht. Der nächste Schritt wäre ein Sniper-Gewehr. Das ist super für Würmer. Basen weiß ich nicht. Wir können dann vielleicht ein, zwei Mal auf die Basis schießen, aber dann kommen die ganzen Biter rausgelaufen und dann müssen wir die Waffe wechseln. Also ja, könnte man, aber ne. Und hier wäre das Lasergewehr. Dafür bräuchten wir allerdings. Genau, also zum einen ist es nicht so toll, das hatten wir getestet. Zum anderen brauchen wir Edelsteine, die wir noch nicht haben. Und Ardite. Ja, du mich auch. Nee, das überspringen wir. Wir gehen gleich zur Laser Shotgun, was Kobalt braucht. Und Polished Rubine. Aber ich habe schon frohe Kunde gehört, es gibt nicht mehr diese komischen Maschinen, die fürs Polischen zuständig sind. Das machen jetzt Fabriken. Das ist sehr gut, weil die waren echt eklig. Aber genau, Plan für die nächsten Folgen. Die Forschung wird fertig, wir bauen ganz viel von der Piercing-Munition. Die braucht Stahl, das ist ein bisschen eklig. Aber das kriegen wir schon hin. Gib, gib, gib. Bauen wir währenddessen noch... Was fehlt da? Eisen. Es fehlt immer Eisen. Also wir brauchen ganz viel Piercing-Munition und sobald wir so, keine Ahnung, 50 davon haben, ziehen wir los und zerstören Basen. Und zwar die, die uns am meisten nerven. Ich werde dann sogar versuchen, die da zu zerstören, obwohl das eine Dreierbasis ist. Weil die sind einfach zu nah dran. Das geht so nicht. Die da ist zu hoch gegriffen. Weil selbst mit Piercing-Munition schaffen wir das nicht. Sobald da genug Spucker bei sind, wird das nichts. So. Military 4 fertig. Okay, nächste Forschung. Ist eine gute Frage. Also die Lasershotgun ist noch viel zu weit entfernt. Eigentlich müssten wir die ganzen Metalle erforschen. Ich gehe aber erstmal hier drauf. Braucht keine hellblauen Tränke und wir können dann die Portable Solar Panels bauen, damit wir so einen kleinen Schutzschild haben. Und wenn das fertig ist, dann wahrscheinlich das hier. Damit wir aufsplitten können, damit wir noch mehr Fuel-Blocks herstellen können. Klingt soweit gut. Also. Braucht zu viele blaue Tränke. Ja, also. Solarenergie und dann Solarpanels herstellen. Und ich brauche unbedingt noch eine Fabrik davon. Mindestens. Wie viel Stahl haben wir inzwischen hier eingelagert? 93. Beschränkt das mal auf 4. Und es kommt immer noch genug Eisen unten an. Also es geht. Wundert mich ein bisschen, aber es geht. Ja, wenn wir die drei auch noch ersetzen, machen wir da ein bisschen mehr Smog. Aber dadurch geht das mit dem Eisen schneller und das gleicht das Ganze aus. Dann haben wir durchgehend genug Eisen, durchgehend annähernd genug Stahl. Also her mit der zweiten Fabrik. Gib mir das da. Setz dich dahin, dahin. Shift, Shift rechts, Shift links. Okay. Dann hätten wir gerne eine Requester Chest. Shift rechts, Shift links. Was brauchst du noch? Stahl wird hier nicht... Ah, nein! Okay, das muss ich gleich oben auch ändern. Du hättest gerne immer 20 Stahl. Und du da oben hättest gerne auch immer 20 Stahl. So, ich wundere mich schon, warum sich der Stahl hier sammelt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er oben dann gleich hergefuttert wird. Wurde er aber nicht. Hier, nimm. Mach, tu, Dinge. Okay. Ärmchen rein, Ärmchen raus und wir brauchen eine rote Kiste. Ach komm schon. Okay, gib mir Plastik. Haben wir noch ein bisschen was, ne? Bau gleich zwei rote Kisten.
Bau schneller. Achso, nebenbei müssen wir eigentlich die ganze Zeit das da herstellen. Ganz viel davon. Rote Kiste. Da. Da ist der Roboport, ja. Abdeckung ist super. Blaue Tränke trudeln jetzt langsam überall ein. Lila Tränke nicht, aber ist auch okay so. Ja, ist okay. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal wieder ein bisschen Grün-Rot-Zeug zu erforschen. Außer halt das eine, was ich gerade gesagt habe, das da. Das ist nämlich wichtig. Aber 75 Tränke sollten wir hinbekommen. Okay, dann speichere ich jetzt erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.